Zweischlauchpfeifen sind eine sehr, sehr seltene und etwas schwierigere Kategorie. Entweder man hat Einschlauchpfeifen oder Vierschlauchpfeifen. Manche Leute suchen aber genau nach einer Zweischlauchpfeife und da habe ich heute eine nice Empfehlung für euch. Aber erstmal die Cinematics. Ja, Leute, neben mir habe ich sie stehen, die Little Hope von Diamond. Kommt in einem Koffer, lieb vor Empfang, natürlich ein Komplettset. Preislich liegt das Ganze bei 155 Euro, wo man schon mal sagen müsste, das ist ein bisschen mehr als die Konkurrenz. Das ist aber zum Glück nur der normale Verkaufspreis. Meistens kriegt man bei Diamond 30% oder wenn es mal keine 30% gibt, dann kriegt ihr mit dem Code SWG35 auch noch 35% Rabatt. Und dann bewegen wir uns halt schon in ganz anderen Regionen, so um die 100 Euro. Es ist nicht direkt eine Zweischlauchpfeife, man muss den zweiten Schlauchanschluss noch dazu kaufen. Das ist aber leider bei fast allen Mitbewerbern in dieser Kategorie so. Von daher kann ich das der Pfeife nicht als Nachteil anrechnen. Im Gegenteil, es ist ein Vorteil, dass man es überhaupt machen kann. Die Pfeife hat dafür natürlich keine fancy Blow-Offs. Sowas findet man eben nur bei deutlich teureren Pfeifen und erst recht nicht, wenn man noch einen zweiten Schlauchanschluss mit anschließen kann. Von daher müssen wir uns von den Blow-Offs bei der Pfeife leider ein klein bisschen verabschieden. Aber falls ihr auf der Suche nach einer günstigen Edelstahlpfeife seid, die ihr zu zweit rauchen könnt, trotzdem eine sehr, sehr interessante Pfeife. Wie ich eben schon gesagt habe, kommt das Ganze hier in diesem Tragekoffer. Das heißt, auch wenn ihr die Pfeife häufiger mit zum See, zu Treffen, zu Feiern, zu Freunden nehmen wollt, dann ist das sehr, sehr nice. In diesem Koffer war auch noch dieser Glasmolassefänger für alle, die es fühlen, einen Glasmolassefänger zu benutzen. Es ist einer dabei. Ich persönlich bin da leider nicht so der Freund von. Ich finde die Optik so von der Pfeife deutlich schöner. Gibt es übrigens auch in verschiedenen Ausführungen. 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Da gibt es dann verschiedene Bowl-Designs und noch ein paar andere Kleinigkeiten, die sich ändern. Aber im Grunde ist das die Little Hope. Da könnt ihr euch einfach bei Diamond durchschauen, was euch da am besten gefällt von den verschiedenen Designs. So auf jeden Fall der grobe Überblick zu der Pfeife. Ich würde aber sagen, ganz traditionell hangeln wir uns an unseren Review-Punkten entlang. Da hätten wir als erstes Verarbeitung, Materialien und Qualität, dann Optik und Design und als letztes und wichtigstes natürlich nochmal das Rauchverhalten. Alles zusammen fließt dann noch in ein Fazit. Fangen wir an mit Verarbeitung, Qualität und Materialien. Wie ich schon gesagt habe, ist das eine Edelstahlpfeife. Das heißt, wir haben hier Stainless Steel, V2A Edelstahl, also rostfreien Edelstahl, ganz wichtig. Ist mir auf jeden Fall deutlich lieber als Alu. Alu über die Zeit geruchsneutral und geschmacksneutral zu kriegen, ist ein bisschen schwieriger als bei Edelstahl. Edelstahl hält auch länger. Von daher meine Empfehlung, wenn ihr euch eine Pfeife holen wollt, auf jeden Fall nach einer Edelstahlpfeife gucken. Das haben wir hier aber. Wir haben einen Klickverschluss, der idiotensicher ist und nicht nur idiotensicher, sondern auch sehr lang haltbar sein sollte. Wir haben einfach zwei Nöppis, in die dann die Base gedreht wird und dann hält das Ganze wunderbar. Die Gewinde laufen für eine Pfeife in der Preisklasse absolut in Ordnung. Ich habe da keine Probleme. An fast jedem Gewinde ist auch nochmal ein extra kleiner Dichtungsring. Das heißt, da muss man sich keine Sorgen machen, dass da irgendwas undicht wird oder so. Das hält alles wunderbar. Der Glasmolassefänger hat auch gut reingepasst. Kann ich euch auch einmal zwischendrin zeigen, auch wenn ich nicht so rauchen möchte. Ne, man nimmt den Teller ab, packt den Glasmolassefänger einmal dazwischen. Dann seht ihr auch mein Köpfchen nicht mehr, weil die Pfeife so... Ah, doch, gerade so. Seht ihr gerade noch so mein Köpfchen und dann habt ihr den Glasmolassefänger dazwischen. Ihr könntet jetzt hier auch noch einen Schluck Wasser reinmachen und dann kann es weitergehen. Das Einzige, was schief sitzt, ist mein Kopf. Ich nehme ihn jetzt aber wieder runter, weil ich den gar nicht erst dreckig machen will. Wenn ich den eh nicht benutze, dann ja, muss ich ihn auch nicht dreckig machen. Aber es ist einer dabei. Falls ihr sowas geil findet, könnt ihr ihn benutzen. Bleibt auf jeden Fall eure Bowl länger sauber, hat also einen Vorteil. Schlauch, Mundstück, Feder, Schlauchhalter und Co. sind auch alles im Lieferumfang enthalten. Ist ein ganz normaler Silikonschlauch. Ein Alu-Mundstück, da hätte ich mir tatsächlich gewünscht, dass auch bei dem Mundstück noch ein Edelstahl-Mundstück dabei ist. Aber für den Anfang reicht das auf jeden Fall. Funktioniert erstmal, simpel, clean, ist in Ordnung.
Diese Schlauchhalterfeder habe ich mir abgemacht. Ihr müsst euch vorstellen, ihr habt dann einfach hier noch so eine kleine Feder, wo ihr dann noch so den Schlauch reinstecken könnt. Ich finde das ehrlich gesagt ziemlich doof, wenn mein Mundstück dann hier oder hier die ganze Zeit von der Pfeife absteht. Bringt einfach nur mehr Gefahren mit sich, die Pfeife umzuwerfen, als dass es mir wirklich hilft. Wenn ich meinen Schlauch ablege, dann lege ich den einfach so über die Pfeife und gut ist. Aber wenn es jemand will, es ist dabei, ihr habt es im Lieferumfang, also kann man da nicht meckern. Der Teller und die Bowl sind beide aus Glas. Bei Glaskohletellern, Freunde, das mag dem einen oder anderen gefallen. Ich bin nicht der größte Fan von. Bei der sieht es tatsächlich ganz cool aus, weil es irgendwie zu diesem kleinen, schmalen Design beiträgt. Aber da kommen wir gleich noch drauf. Ich würde da niemals Kohle drauf liegen lassen. Abklopfen kann man auf dem machen. Habe ich auch schon gemacht. Ist nichts passiert. Kohle auf einem Glaskohleteller liegen lassen würde ich niemals empfehlen. Ich kenne keinen, der da wirklich über die Dauer perfekt gehalten hat. Also da lieber vorsichtig sein und einfach keine Kohle drauflegen. Kommen wir als nächstes zu Design und Optik. Wie immer in der Kategorie, die Pfeife muss euch gefallen. Ich kann euch nur kurz meinen Eindruck sagen, aber im Endeffekt ist das auch komplett egal. Hauptsache die Pfeife gefällt euch, wenn ihr euch sie kaufen wollt. Für mich persönlich eine schöne kleine Pfeife, ist nicht so viel zu sagen. Die abgerundete Base, so ein bisschen das Markenzeichen von Diamond Hooker. Das Einzige, was ich bemängeln kann, wäre hier dieser kleine Übergang. Das hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass das noch ein bisschen näher an der Bowl ist. Aber abgesehen davon, eine cleane, schöne, einfach gehaltene, schön simple Edelstahlpfeife im kleinen Format mit zwei Anschlüssen. In Anbetracht des Koffers, der dabei ist und im Aspekt des Mitnehmens, also perfekt geeignet, finde ich wunderbar. Es gibt nicht so viel zu sagen. Ist eine schöne, kleine, ordentliche Pfeife. Nach Design und Optik kommt meine Lieblingskategorie und meine wichtigste Kategorie, und zwar das Rauchverhalten. Da bin ich positiv überrascht. Durch die kleine Pfeife haben wir natürlich einen sehr direkten Anzug, weil wir natürlich einen etwas kürzeren Weg von unserem Tabakdepot bis zu unserem Mund haben. Dadurch, dass die Pfeife relativ kompakt ist, auch noch ein bisschen Wasser reingeht und wir dann hier ein relativ kleines Volumen für den Rauch in der Bowl haben. Bowl ist auch schön dick, das sieht man, wie der Rauch da drinnen steht. Das sorgt dafür, dass wir eben eine kurze Zeit haben, bis der Rauch bei uns ankommt. Bin ich immer ein Freund von, deswegen mag ich auch kleine Pfeifen lieber. Durchzug ohne Kugel ist ziemlich gut. Also ich würde der Pfeife eine 8 von 10 geben auf der Durchzugsskala. Das ist schon sehr, sehr ordentlich. Es ist natürlich immer so, dass eine Pfeife, in die man noch eine Kugel packt, damit man nicht dauerhaft zuhalten muss und der andere ziehen kann, während er keine Luft durch meinen Schlauch zieht, da verliert man natürlich ein klein bisschen Durchzug. Das ist nicht schlimm, das ist ganz normal, aber das haben wir eben halt auch hier. Diffusor finde ich sehr, sehr nice. Ist ein sehr gleichmäßiges Ziehen. Diffusor ist das Stück unten am Tauchraum mit den vielen kleinen Löchern statt einem großen. Dadurch wird das Ziehen gleichmäßiger, man spürt weniger die Vibration vom Wasser und gleichzeitig wird die Pfeife auch noch leiser. Das heißt, wenn ihr einen Film gucken wollt, während ihr euch eine Shisha anmacht, ist das auch gut. Rauchentwicklung seht ihr, Freunde. Ich will es einmal dazu sagen, die Pfeife ist scheißegal bei der Rauchentwicklung. Ja? Es ist egal, ob groß, klein, teuer, günstig, ist vollkommen irrelevant. Das Wichtigste ist, dass die Pfeife dicht ist und sie sollte natürlich auch clean sein, auch wenn das den Rauch nicht beeinflusst. Das könnte den Geschmack beeinflussen, aber wir haben ja Edelstahl, von daher alles gut. Der Rauch kommt hier zustande. Euer Kopf und euer Kopfaufsatz muss gut gewählt sein mit einem ordentlichen Tabak, einem guten Kopfbau. Dann raucht jede Pfeife, die dicht ist und gewisses Mindestmaß an Durchzug hat. Wunderbar. Und das haben wir eben auch hier. Abschließendes Fazit kann man also sagen, wenn man die im Angebot kauft oder mit dem Code SWG35 für roundabout 100 Euro sich noch für ein paar Euro einen zweiten Schlauchanschluss dazu kauft, ist das eine sehr, sehr geile Pfeife für Leute, die zu zweit rauchen wollen oder eine kleine Pfeife zum Mitnehmen mit einem Koffer suchen. Also genau das Set, sehr präzise gewählt von Diamond Hooker für einen genauen Use Case, für eine genaue Zielgruppe und das schön umgesetzt. Lässt sich gut rauchen, sieht clean aus. Von mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben.